Ja, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie recht herzlich zu dem öffentlichen Seminar Wo bleibt der Klimawandel? Und es war ja angekündigt, ich freue mich, dass so viele gekommen sind, wie ich gehört habe, auch von weiter her. Vorhin war jemand bei mir, der ist aus Dortmund gekommen. Ich weiß gar nicht, wie ich das so bis Dortmund rumsprechen kann. Ich finde das sehr schön. Gut, ich möchte gleich keine lange Vorrede halten, aber trotzdem eine ganz kurze Einführung geben. Wo bleibt der Klimawandel? Sie wissen ja, oder ich habe es angekündigt, oder jeder weiß es, dass seit 10 Jahren die Lufttemperaturen weltweit abnehmend sind, wenn man es so mal betrachtet. Und das wird also auch von meisten Wissenschaftlern bestätigt. Ich war erst im Dezember letzten Jahres bei einer Klimakonferenz vom AWI und Veranstalter war AWI und GFZ. Da war das einhellig, ganz klar die Meinung. Man war sich einig, dass die Temperaturen weltweit seit 10 Jahren abnehmen. Es gibt einige Institutionen oder einige Leute, die glauben das immer noch nicht. Das ist aber normal in der Wissenschaft. Das sollte uns nicht weiter jetzt stören. Aber eins noch vorneweg. Es gibt eine Meinung, dass die Temperatur, die gestiegene Temperatur, was ja schon seit langer Zeit bekannt ist, bis zum Jahre 2000 mindestens, dass die gleichzeitig mit dem CO2-Anstieg verbunden war. Und nun gibt es Leute, die sagen, das ist kausal bedingt. Da haben aber die meisten Wissenschaftler große Schwierigkeiten mit. Und andere sagen, also es ist zufällig miteinander korreliert, so wie ich das auch sage. Gut, wir werden also heute so viel nur ganz kurz zu einer Einführung einiges mehr über dieses Thema hören. Und ich darf zunächst mal die Gäste begrüßen, die an dieser Veranstaltung mitwirken. Ich freue mich, dass der Diplom-Meteorologe Klaus Eckhard Pulz gekommen ist als Referent hier und als Fachmann der Meteorologie. Herr Pulz war lange Jahre Leiter der Wetterämter Essen und auch Leipzig. Ich glaube, das war gleich nach der Wende, wo Sie hier das Wetteramt Leipzig mit aufgebaut haben. Wir werden gleich von Ihnen dann, wir sind gespannt auf Ihren Vortrag. Und vorneweg möchte ich besonders gerne, freue ich mich, dass ich Herrn Professor Klaus Landfried begrüßen darf. Er war vormals Präsident der Hochschulrektorenkonferenz. Ich bin froh, dass wir ihn gewinnen konnten, hier ein Großwort zu sprechen. Auf der Ankündigung steht aber noch, dass der Prorektor Schlegel, unsere Universität, hier ein Großwort sprechen wollte. Er hat vor 2 Tagen, nachdem er es lange angekündigt hat, dass er hier ein Großwort auch sprechen möchte, vor 2 Tagen ganz kurzfristig abgesagt. Ich kann dazu nur sagen, ich verstehe die Gründe aus meiner Sicht nicht, aber ich möchte dazu hier auch nicht weiter Stellung nehmen, darauf eingehen. Umso mehr freut mich, dass Professor Landfried hier ein Großwort an uns richten möchte und ich würde Sie bitten, nach vorne zu kommen. Meine verehrten Damen und Herren, verehrte Kollegen, Herr Kollege Kirstein, da kommt einer von weit her, aus einer Gegend, wo es heute Morgen beschissenes Wetter war, Regen und kalt, und kommt hier in den Leipziger Sommer. Diverse Temperaturen all überall. Mit Leipzig verbunden aus vielen Gründen. Einer der Gründe ist Cornelius Weiß. Sie werden den noch erinnern, in abgelebten Zeiten war er hier Rektor und er war mit mir Vizepräsident der Rektorenkonferenz Anfang der 90er, bis ich dann 97 Präsident oder Häuptling der deutschen Hochschulen wurde. Und das ist auch der Grund, weshalb ich überhaupt da bin. Denn vom Klima, meine Damen und Herren, erwarten Sie bitte von mir zum Klima keine bedeutenden Äußerungen. Stattdessen will ich etwas sagen zu dieser Veranstaltung. Ich habe davon erfahren gehabt, dass sie stattfinden soll, dass sie dann erst abgesagt wurde, weil irgendwelchen Leuten organisatorische Probleme eingefallen sind, die dazu geführt haben, dass sie abgesagt werden sollte. Und dann fand sie nun wieder doch statt. Und ein bisschen nachdenken und nachrecherchieren. Und vielleicht hängen auch die Gründe des Herrn verehrten Kollegen Prorektors auch mit dieser Frage zusammen, ob man sich hier auf einer Veranstaltung befinde,
die in eine Universität gehört. Und deswegen bin ich ja auch da. Bin dankbar, dass die Veranstaltung stattfindet und dass hier vor einem interessierten und wahrscheinlich auch kundigen Publikum Fragen gestellt werden können und vielleicht auch ein paar Antworten gegeben werden können, die dann wieder befragt werden können, so wie das halt in der Wissenschaft Brauch ist. Die Hochschule ist insgesamt in der Gesellschaft eines der ganz wenigen Plätze, einer der wenigen Plätze, an denen man solches tun kann, nämlich sich Fragen stellen, Antworten suchen und die Antworten wieder befragen. Und zwar ohne, dass es eine Verhaltenszumutung gibt. Der Philosoph und Soziologe Arnold Gehlen nannte das entlastete Feld, also ein Freiraum, in dem auch schwierige, verantwortungsethisch schwierige Debatten geführt werden können. Also gehört es zum Selbstverständnis einer Universität. Religionsgemeinschaften, meine Damen und Herren, tun sich aber schwer damit, wie wir gerade aus jüngster Zeit wissen, mit Meinungen, die anders sind als diejenigen, die beschlossen wurden. Ähnliches gilt für die einstmals in früheren Zeiten herrschende Zentralverwaltung für ewige Wahrheiten. So hat das Robert Havemann genannt. Also mit denen haben wir hier nichts zu tun. Gleichwohl gibt es auch in der Welt der Wissenschaften, das lässt sich nicht vermeiden, es handelt sich ja um Menschen, immer wieder Versuchungen, für wahrgehaltene Positionen auch mit wissenschaftlichen Gründen als nicht akzeptabel darzustellen. Oder gar sie mit Methoden, die nun mit der Wissenschaft gar nichts zu tun haben, zu verdrängen und die Personen vielleicht zu diffamieren, jedenfalls sie nicht zu Worte kommen zu lassen. Und eine dieser Methoden ist die, dass man sagt, alles, was wirklich gut ist, muss durch Peer Review gehen. Wer die Szene kennt, in den Verlagen, in den Zeitschriften, in den Scientific Communities, in den Schulbildungen, natürlich nicht in der Physik und natürlich nicht in der Geographie, aber in anderen Disziplinen, die ich kenne, da gilt Peer Review auch als ein Ausdruck von Zitierkartellen, also von Vermachtungen, soziologisch gesprochen, von Leuten, die untereinander gut können und die sich in gewissen Netzwerken, Sie kennen ja den Spruch von Wolfgang Frühwald, man muss immer aufpassen, dass aus Netzwerken oder aus Seilschaften keine Flaschenzüge werden. Dieses Risiko ist in der Wissenschaft immer da, unvermeidlich. Ich mache keine Wurf, ich muss ja immer aufpassen, dass die Anlage hier nicht übersteuert. Ich will ja auch nicht zu lange reden, aber ich will sagen, dass dieses Problem ein altes Problem der Wissenschaft ist. Und wer das Buch von Thomas Kuhn über die Geschichte der Paradigmenwechsel in der Wissenschaftsgeschichte vor 40 Jahren gelesen hat, weiß, dass es immer wieder solche Phasen gibt, in denen neue Modelle der wissenschaftlichen Welterklärung nach oben kommen, angegriffen werden und wieder zurücktreten, sich auflösen oder sich verändern. Und das wird es bei diesem Thema sicher auch sein. Ich
rede deshalb hier, weil ich denke, wir müssen aufpassen, dass wir die Hochschule als Forum der freien Fragen und Antworten, egal in welchem Fach, insbesondere auch in der Medizin. Ich kenne das Thema ein bisschen und sage Ihnen, dass ich erfreut bin, dass die geradezu kriegsähnliche Frontstellung zwischen schulmedizinischen Onkologen einerseits und solchen, die aus der TCM, aus der traditionellen chinesischen Medizin oder aus anderen Naturmedizinforschungen kommen, heute abgebaut ist, nach einer langen Diskussion, noch nicht überall, aber doch auf dem Wege ist, sich abzubauen. Man versteht sich besser, man ergänzt sich besser. Und dieses Beispiel will ich Ihnen heute einfach nur als Vorbild dafür nennen, wie man es machen muss, auch bei Fragen, die wie dieses Thema hier höchst kontrovers zunächst diskutiert werden, weil dahinter natürlich, wer kann es leugnen, eine Menge Interessen sind. Das sind Institute, die über irrsinnige Forschungsgelder finanziert werden, mit renommierten Leuten, bei denen die Sorge natürlich, dass sie sich vergaloppieren, nicht von der Hand zu weisen ist. Und wir haben Geschäftsinteressen, weil wenn bestimmte Hypothesen stimmen, dann muss man bestimmte Politiken machen. Diese Politiken werden ja auch gemacht, und bei denen geht es um wahnsinnig viel Geld. Denken Sie nur an die ganze Solarzellenindustrie, an der viele Leute beteiligt sind, zufälligerweise natürlich nur, die auch in der Forschung arbeiten. Also dieses gehört alles in diese Frage, ob die Freiheit, Fragen zu stellen, die Freiheit, Antworten zu geben, in der Hochschule ihren ruhigen Platz hat. Ich werde mich hüten, jetzt zu dem Thema, zu dem Herr Kirstein vorhin eingeführt hat, irgendetwas zu sagen, außer einem Zitat, das auf die Hochschule passt und das von einem Menschen stammt, nachdem einige hundert Meter weiter eine Straße benannt ist, durch die wir vorhin gekommen sind, nämlich die Fichte-Straße. Johann Gottlieb Fichte hat gesagt, Bildung beruht auf Selbsttätigkeit und zielt auf Selbsttätigkeit ab, auf nichts anderes. Und eigenes Urteil, darauf kommt es an. Und für dieses eigene Urteil, meine Damen und Herren, haben Sie heute Gelegenheit, eine Position kennenzulernen und ihr möglicherweise nachher auch zu widersprechen. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Kann weitergehen? Gut. Ich hoffe, Sie können mich verstehen. Ich kann auch versuchen, lauter zu sprechen, bis ich auf dem letzten Platz oben auch zu hören bin. Ich denke, so wird es aber gehen. Ja, wir haben so ein bisschen abgesprochen mit den Themen, aber ich habe schon gesehen, einige Überlappungen wird es doch geben. Deswegen nehmen Sie es mir nicht übel, wenn ich über die eine oder andere Folie mal schneller hinwegspringe, weil hier schon einige Inhalte dazu da waren. Deswegen muss ich also nicht alles nochmal oder einiges nochmal hier überschneiden. Ja, ich habe mir hier jetzt den Schwerpunkt so gelegt, dass ich also einmal was sage, wie angekündigt, sind die vom Weltklimarat vorgestellten Klimamodelle ernstzunehmende Prognosen. Der zweite Schwerpunkt wäre hier, auf den ich sehr ausführlich eingehen werde, auch wie es schon angekündigt war, dass ich über Meeresspiegelanstieg und Gletscherrückgang, muss es hier eigentlich heißen, abgekürzt, oder auch Gletscherzunahme, wie wir sehen werden, geht. Und dann kommt ein Thema, ein heißes Thema. Kein anderes Thema in der Wissenschaft ist zurzeit so mit der Politik verknüpft und verwickelt, sage ich mal, wie das Thema hier Klimawandel. Also ich habe das mal politische Implikationen genannt. Ja, wollen wir gleich beginnen? Sie, denke ich mal, die IPCC-Szenarien sind ja bekannt. Ich will auch gar nicht darauf eingehen. Die sind ja schon seit vielen Jahren so veröffentlicht. Diese Szenarios, die es da gibt, A1, B und A und so weiter, wollen wir gar nicht differenzieren. Entscheidend ist nur hier, möchte ich zeigen, dass die doch sehr weit im Ergebnis voneinander abweichen. Je nachdem, wie wir also reagieren mit dem Verbrauch von klimaschädlichen Gasen angeblich, so unterschiedlich können die Ergebnisse ausfallen.
Und Sie sehen hier, dass man am Anfang immer die CO2-Konzentration dargestellt hat, versucht hat, wie könnte CO2 zunehmen, wenn es so wie bisher gelaufen ist. Und Sie sehen, das ist doch schon ganz erheblich, was da zu erwarten wäre. Das hat noch keine Aussage, macht noch keine Aussage über die Temperatur, sondern hier geht es zunächst mal um CO2. Ja, folgt dem vermuteten CO2-Anstieg die Temperatur? Das ist die ganz andere Frage. Das haben wir vorhin schon gehört. Die brauche ich hier nicht zu beantworten. Jetzt kann man Folgendes machen. In einer Schule könnte man rechnen lassen, diesen Anstieg, der vorausgesagt wurde, mit Großrechnen und großem Aufwand, mit einer einfachen Dreisatzaufgabe. 0,5 Grad Celsius verhält sich zu 30 Jahren wie x Grad Celsius zu 100 Jahren. Das könnte also jeder Schüler heute, glaube ich, in der 6. Klasse lösen. Dann kommt raus, x ist gleich 1,67 Grad Celsius. Und Sie sehen hier, die Geometrie dazu habe ich im Bild dargestellt. Das wäre diese Differenz. Für das Szenario B1, Sie sehen nur das Zutreffen. Also ein Schüler hätte das jetzt mit dem, was bisher passiert ist, immer aus der Vergangenheit ableitend, was war und was wird sein, wenn ich hier einen Dreisatz ansetze, vorausgesetzt, das CO2 verhält sich so wie in der Vergangenheit, wie in den letzten 30 Jahren. Und das hochgerechnet für 100 Jahre ergibt dann diese 1,67 Grad Celsius. Man kann das auch mal in kürzeren Zeitraum machen, hier ganz unten, 2010. 0,5 Grad Celsius verhält sich zu 30 Jahren wie x Grad Celsius zu 10 Jahren. Und was kriegt man raus? 1,67, also 1, das Gleiche eigentlich, 0,167 Zunahme in 10 Jahren. Das sind ja nur 10 Jahre, deswegen ist der Wert hier ein Zehntel kleiner. Also das gleiche Ergebnis eigentlich, was dabei rauskommt. Hätte man also einen Schüler auch rechnen lassen können, der wäre zum gleichen Ergebnis gekommen wie das Szenario B. Über die Klimamodelle möchte ich noch ganz wenig sagen. Unsicherheiten gibt es, eine ganze Menge Unsicherheiten, die wichtigsten möchte ich hier nennen. Einige sind auch schon genannt worden. Wolken, ihre Entstehung, räumliche Verteilung und Interaktionen mit Strahlung und Aerosolen. Und dann gibt es sogenannte Flusskorrekturen, die eingesetzt werden bei den Modellen, die ebenfalls hier eine Rolle spielen. Die Nachbildung von lokalen und regionalen Klimabedingungen, Gletscher, Rückzug, Vormarsch, Meso- und Mikroklimavariationen sind sehr schwer in den Griff zu kriegen. Global sehr ungleiche Verteilung des CO2, das hat man vor einem Jahr noch gar nicht gewusst, dass das CO2 sich gar nicht gleichmäßig verteilt in der Atmosphäre, sondern ganz unterschiedliche Verteilungen annimmt in der Atmosphäre. Das war in den Klimamodellen auch nicht enthalten. Das war eine Neuigkeit, die musste man jetzt berücksichtigen. Da kommt was Neues hinzu. Und die Rückkopplungen, die sich daraus ergeben, sind daher nicht verlässlich, weil man ja ohnehin, wenn die Eingangsparameter nicht stimmen und ich kopple dann rückwärts, dann ist das Ganze eigentlich gar nicht mehr realistisch. Ja, warum das jetzt da erscheint, weiß ich nicht, das ist ja in der Mitte. Na gut, die Wasserverdunstung, vielleicht deswegen, weil wir über Wasser schon gesprochen haben, das regelt sich ja automatisch, der Weltmeere schwankt sehr stark. Was ich aber zeigen möchte, noch diese CO2-Verteilung. Sie sehen hier regionale CO2-Variationen über die Erde verteilt. An einigen Stellen konzentriert sich das CO2 offenbar auf der Erde und an anderen ist das überhaupt nicht der Fall. Warum das so ist, das weiß noch keiner so richtig. Man hat es entdeckt, man kann es messen. Und wie gesagt, wenn man das nun in die Klimamodelle auch noch einbringt, dann kann man wieder von vorne anfangen. Das sind also Dinge, die mit großer Wahrscheinlichkeit die ganzen Ergebnisse wieder in Frage stellen. Denn das ist eine sehr interessante und weit verbreitete, sage ich mal, Schwierigkeit, dass man hier nicht so diese Verteilung gar nicht erkannt hat und jetzt erst seit ein paar Jahren eigentlich mit einrechnen könnte. Dann gibt es noch Unsicherheiten im Rechenprozess, also abgesehen von den Input-Parametern. Im Rechenprozess, im gesamten Klimasystem treten 10 hoch 30 Freiheitsgrade auf. Da sind also 30 Nullen dran, um mal zu zeigen, wie schwierig es ist, überhaupt die Modelle zu berechnen. Es ist eigentlich mathematisch gesehen, wenn man es ganz streng nehmen würde, ein unlösbares Problem. Trotzdem wird mit diesen Flussparametern, die ich gezeigt habe, versucht, an einigen Stellen das so zu lenken, dass man wenigstens ein Ergebnis bekommen kann. Bei 10 hoch 30 Freiheitsgraden erscheint es fast unlösbar, so eine Aufgabe zu lösen. Da muss man irgendwo an einigen Stellen Flussparameter einführen. Selbst bei einem theoretisch perfekten Modell, nehmen wir mal an, es würde das geben, verbleiben immer noch die nicht bestimmbaren sogenannten zufälligen Fehler.
Auch die können in der Statistik eine sehr große Rolle spielen, sodass also hier wieder das Ganze doch in Frage gestellt werden kann. Dass der Klimawandel vom Menschen verursacht werde, ist sozusagen ein Indizienprozess. Es fehlen eindeutige kausale Beweise. Wenn immer auch Korrelationen angesprochen werden, wir haben es ja vorhin schon gehört, eine Korrelation ist noch lange kein Kausalzusammenhang, sondern nur ein Zusammenhang, der statistisch sich darzustellen scheint. Vorausgesetzt, ich nehme einen Zeitraum, der lang genug ist und ich nur ausgewählt eine kurze Periode und das zufällig gerade korreliert. Ableitungen aus den Modellrechnungen, eine sehr interessante, die vor einigen Jahren eine große Runde gemacht hat. Grönland könnte den Berechnungen zufolge in den nächsten 1000 Jahren komplett eisfrei werden. Ich habe schon mal die Stellen rot hier angestrichen, wie ein Lehrer das wahrscheinlich auch tun würde, was hier falsch ist, was einfach oder was hier nicht haltbar ist, welche Aussagen hier stecken, die man nicht vertreten kann. Erstens, 1000 Jahre ist ein unüberschaubarer Zeitraum. Sie wissen, dass diese Modelle, die Prognosen, sich auf das Jahr 2100 beziehen. Man geht also 100 Jahre in die Zukunft. Jetzt haben wir nur noch 90, wir haben ja schon 2010. Also noch weitere 90 Jahre. Hier wurde aber gesagt, bei den Modellrechnungen mit dem Grönlandeis, in den nächsten 1000 Jahren würde etwas passieren. Was auch immer da passiert, es ist nicht vorhersehbar. Über 1000 Jahre schon gar nicht. Zweitens, Grönland war bereits im 11. und 12. Jahrhundert im sogenannten Klimaoptimum zu großen Teilen eisfrei und für die Wikinger war das das sogenannte Grünland. Deswegen heißt es heute Grönland. Und da hat lokal Getreideanbau stattgefunden, zu dieser Zeit. Dann wurde es natürlich wieder kälter. Und der dritte Fehler, der hier steckt, was heißt könnte? Muss man sich doch fragen, was bedeutet könnte? Wenn ich könnte in eine Formulierung, eine wissenschaftliche Aussage reinbringe, dann kann ich auch sagen, wenn wir jetzt rausgehen nachher, könnte ein Meteorit runterfallen und ganz Sachsen ist verschwunden. Das könnte sein. Es fallen Meteoriten runter, das ist so. Aber die Wahrscheinlichkeit, mit welcher Wahrscheinlichkeit passiert das? Und wenn ich eine solche Aussage mache, ohne von Wahrscheinlichkeit das Geringste zu erwähnen, dann ist es schlichtweg unmöglich. Und das Zweite heißt, was heißt komplett? Komplett oder teilweise? Woher weiß man, dass Grönland komplett in 1000 Jahren eisfrei werden könnte? Sie sehen, wie viele Fragezeichen in dieser Aussage alleine schon stecken. Insofern sind solche Formulierungen wenig hilfreich, eher eigentlich negativ zu beurteilen. Jetzt möchte ich noch was zu Professor Nils Axel Nörner sagen, auf den komme ich später nochmal zurück, was er zu den Modellrechnungen sagt. In den letzten Jahren der Computermodelle ist ein neues und sehr gefährliches Schema auf wissenschaftlicher Szene aufgetreten. Ideen, Modelle und die Wahrheit. Er bringt das also hier nebeneinander mit einem sehr kritischen Ton und sagt aber gleichzeitig, Modellieren ist ein mächtiges Werkzeug, ist okay, das uns bei der Suche nach den Zusammenhängen und interagierenden Variablen unterstützt. Sollte es sein. Aber es sollte niemals so weit anwachsen, dass es ein Eigenleben führt. Es gibt dafür schlimme Beispiele, sagt er, in der Vergangenheit und in der Gegenwart, wenn sich solche Modelle dann praktisch verselbstständigen. Und in diesem Kontext bringe ich noch eine weitere Äußerung zu Gefahren der Softwaregläubigkeit. Der Softwarestaat ist ein Bevormundungsstaat par excellence. Er führt in die intellektuelle Passivität, wenn wir uns auf Computersimulationen verlassen. Wer sagt das, meine Damen und Herren? Das könnte man sagen, naja, das sagt vielleicht irgendein Philosoph, der von Technik nichts wissen will oder Technik, die Technik verteufelt. Wer sagt sowas? David Jonta ist Professor für Informatik an der Yale-Universität. Wir sehen, die Fach, je mehr ich darüber weiß, umso kritischer, selbstkritischer sollte man auch werden. Die Selbstkritik sollte nicht verloren gehen, wenn man sich sehr stark auf ein Gebiet spezialisiert. Der Meeresspiegel, jetzt kommt wieder so etwas, könnte einer Studie zufolge in den nächsten Jahrtausenden bis zu 25 Meter ansteigen. Könnte wieder. Selbst wenn die Menschen es schaffen sollten, ihren Ausstoß des klimaschädlichen Kohlendioxids zu stabilisieren, zeichne sich diese Entwicklung ab. Wer sagt das? Diese Prognose gaben Tübinger Forscher gemeinsam mit den britischen Kollegen in der Fachzeitschrift Nature Geoscience ab. Ich gebe daran gegangen und habe das mal rot markiert, was hier zu bemängeln ist. Könnte, das haben wir schon darüber gesprochen, in den nächsten Jahrtausenden, genauso schlimm,
25 Meter, wo kommen diese 25 Meter her? Und dann steht hier, das klimaschädliche Kohlendioxid. Ich muss das nicht wiederholen, Kohlendioxid ist alles andere als klimaschädlich, ist weit davon entfernt. Ich sage immer in Vorträgen, das Kohlendioxid ist das weiße Schaf unter vielen Schwarzen. Ausgerechnet das weiße Schaf wird hier angeführt als klimaschädlich. Und dann kommt das Wort Prognose dieser Tübinger Forscher. Sie wagen also eine Prognose. Ich persönlich als Statistiker, auch als Statistiker sage, von Prognosen halte ich überhaupt nichts. Und jetzt sage ich Ihnen mal, was Niels Bohr, Nobelpreis für Physik 1922 mal geäußert hat. Prognosen sind immer schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen. Wenn ein Nobelpreisträger das sagt, dann hat sich sicherlich was dabei gedacht. Und das ist auch sozusagen die Meinung vieler Leute, dass mit Prognosen sollten eigentlich sehr vorsichtig sein. Meeresspiegel in Bangladesch wäre mein nächstes Thema. Es wird oft behauptet, dass Bangladesch vermutlich derjenige Staat ist, in dem sich der globale Klimawandel, wenn es den dann gibt, am verheerendsten auswirken wird. Mit den jährlich in jedem Sommer auftretenden Monsunniederschlägen wird der Klimawandel gern in Verbindung gebracht. Da wird etwas zusammengerührt, was gar nicht miteinander zu tun hat. Das sind zwei Dinge, die werden vermischt. Und ich sage mal, es kann nicht sein, dass man als Wissenschaftler in Potsdam beispielsweise noch nie was vom Monsun gehört hat und das benutzt für eine ganz andere Aussage. Aber hier muss nochmal deutlich gesagt werden, der Monsun war und ist ein ganz normales Naturphänomen. Wie sieht das aus? Das kennen alle, auch die Leute in Bangladesch, die Menschen, die dort wohnen, kennen das. Das ist ein ganz normaler Zustand. Man würde beunruhigt dort sein, wenn es einmal ausbliebe, dieser Monsun. Sagt man, da stimmt etwas in der Natur nicht. Die haben sich daran gewöhnt. Was fehlt, sind Schlauchboote vielleicht. Aber an sich ist das ein Zustand, den kennt man schon jahrelang. Das kennt man so im Vorfahren und es wird auch so bleiben. Und das hat überhaupt nichts mit Klimawandel zu tun. Im Übrigen wird die Landfläche von Bangladesch, auch das stört natürlich die Klimaalarmisten, wird größer. Bangladeschs Landmasse nimmt zu, im Gegensatz zu den bisherigen Vorhersagen. Wissenschaftler des Instituts für Umwelt und Geografie Dhaka haben Satellitendaten der letzten 32 Jahre ausgewertet und sagen, Bangladeschs Landmasse hat in dieser Zeit jährlich um 20 Quadratkilometer zugenommen in 32 Jahren. Das ist ein gewaltiger Flächenzuwachs. Ausgewertet alte Landkarten oder Satelliten- und Luftbilder, und wenn man die vergleicht, kann man also sehr schnell die Flächen ausrechnen, wie groß sie sind und wie sie sich verändert haben. Die Kernlandschaft von Bangladesch ist ein Deltagebiet, ein sogenanntes Akkumulationsgebiet vom Ganges, Brahmaputra und Meghna, die hier, ich hoffe, Sie sehen diese Buchstaben, ich habe es mal versucht zu verdeutlichen, aber im Holozän, in den letzten 10.000 Jahren also, ist aus den Ablagerungen der drei Flüsse eine 44.000 Quadratkilometer große, fruchtbare, aber hochwassergefährdete Deltaebene entstanden. Im Mittel ist das jetzt ein Landmassenzuwachs von, ausgerechnet in den letzten 10.000 Jahren, von 4,4 Quadratkilometer. Und wenn man diese historischen oder sehr frühzeitigen 10.000 Jahre mal vergleicht, diesen Zuwachs, 4,4 Quadratkilometer, mit den letzten 32 Jahren ist das 20 Quadratkilometer. Das hat also enorm zugenommen. Da fragt man sich, wie kann das sein? Bestimmt hat der Klimawandel da nichts mit zu tun, sondern muss man fragen, wie kommt es dazu? Und die Antwort kann eigentlich nur heißen, diese Flüsse haben an Fracht, an Sedimentationsfracht zugenommen. Das können sie nur machen, wenn sie mehr Wasser führen. Verantwortlich dafür sind also Niederschlagsverhältnisse und keineswegs Temperatursteigerungen, wenn überhaupt. Es gibt sicherlich noch andere Ursachen, aber das wäre für mich als Geograf zunächst mal das Naheliegendste, dass die Niederschläge dazu führen, dass eine höhere Sedimentfracht jetzt aus dem Himalaya mitgebracht wird. Herr Mörner ist nicht nur Kritiker, wie ich vorhin schon zeigte, der Modelle, sondern auch des Meeresspiegels und IPCC-Kritiker. Er war, das muss man sich mal vorstellen, 2000 bis 2007 Hauptberichterstatter des IPCC für den Meeresspiegelanstieg. Er leitet seit Jahren das Stockholmer Institut für Paläogeologiewissenschaften. Nach seinem Ausscheiden beim IPCC setzte er sich in einem Interview sehr kritisch mit der beim IPCC durchgeführten Meeresspiegelbetrachtung auseinander.
Er schreibt nämlich, was ich oben auch schon gesagt habe, dass er so Expert Reviewer war. Die erste Zeit, als ich da lande, sagt er, war ich also total überrascht. 22 Mitarbeiter hatte ich da, aber keiner verstand etwas von meinem Fachgebiet, das heißt vom Meeresspiegelanstieg. Er sollte also Mitarbeiter da führen und jetzt was publizieren und das Ergebnisse bringen, aber war der Einzige im IPCC. Sie saßen keine Spezialisten für den Klimawandel sowieso, aber hier speziell für den Meeresspiegelanstieg nicht. Und er sagt dann, überall in der Welt kann ich rumgehen, ich finde nirgendwo einen Anstieg, das haben wir vorhin auch schon gehört, aber they, er meint das IPCC, need the rise. Die brauchen diesen Anstieg. Nur er sagte, so kann ich damit nicht leben, ist deswegen aus dem IPCC ausgetreten. Ein vernichtendes Urteil eines IPCC-Insiders zu allen Überflutungsszenarien und letztlich auch zur Arbeitsweise des IPCC. An der Stelle möchte ich noch Herrn Gray, es gibt zahllose, ich könnte jetzt den ganzen Rest des Abends bis 9 Uhr vielleicht verbringen mit berühmten IPCC-Kritikern. Ich nehme nur noch einen, Vincent Gray. Vincent Gray war auch langjähriger wissenschaftlicher Mitarbeiter, Expert Reviewer des IPCC und übte 2008 eine überaus herbe Kritik. Er sagte nämlich, the IPCC is fundamentally corrupt. The only reform I could envisage would be its abolition. Das sagt er nicht genug, wenn er da, und er belegt diese Vorwürfe umfassend in einer im Juli 2008 erschienenen Kritik, The Intergovernmental Panel on Climate Change, Spinning the Climate. Das kann man sich gerne nachlesen, das kann sich jeder gerne nachlesen. Es ist im Internet verfügbar. Ja, wie sieht das aus mit dem Sea Level Rise, mit dem Anstieg des Meeresspiegels? Ich habe mal hier die Zahlen des IPCC drunter geschrieben, die Grafik darüber. Und Sie sehen, das IPCC hat sich 1990 bis 2007 korrigiert. Also es gibt sozusagen zu, dass eigentlich die ersten Abschätzungen doch viel zu hoch waren und man muss also reduzieren und runtergehen. Dazu im Vergleich möchte ich mal, steht hier Rahmsdorf, vorletzte Spalte. Sie wissen, dass Herr Rahmsdorf ist drunter geschrieben, ein Mitarbeiter beim PIC ist in Potsdam und er widerspricht dem IPCC auf der einen Seite und sagt, das kann gar nicht sein, was sie jetzt sagt, 59 Zentimeter. Es sind 140, sagt er. Auf der anderen Seite hat er schon mehrmals geäußert, auch vor Fernsehkameras, dass der erste Bericht des IPCC keine Fehler enthält. Nennt aber hier eine ganz andere Zahl von 140. Da waren es 367, inzwischen auf 59 abgesunken, jetzt sollen es 140 sein. Was sagt Mörner dazu? 2 Millimeter pro Jahr würde, was sagt Singer dazu? Fred Singer, Professor Singer. 20 maximal Zentimeter und 18 könnte er sich noch vorstellen für das Jahr 2100. Im GFZ, Geoforschungszentrum, ist man der Meinung, dass es 2 Millimeter sind, das entspricht dieser gleichen Zahl und Mörner sagt genau das Gleiche, allerdings mit einer kleinen Korrektur. Er sagt 10 Zentimeter plus minus 10 Zentimeter bis 2100. Bedeutet, 10 plus 10 wären 20 und 10 minus 10 wären 0. Er gibt also einen Maximalbereich von 20 an, das stimmt hier überein, aber als Minimum 0. Es kann also bis dahin auch nach seinen Einschätzungen, seinen Forschungen auch zu keinem weiteren Meeresspiegel kommen. Ich möchte Ihnen jetzt noch ein Zitat aus der Ostfriesen-Zeitung vom 29. Dezember 2009 bringen. Der Oberdeichrichter Giesbert Wildfang hat sich in dieser Zeitung geäußert, sitzt in einer Expertenkommission, die sich mit Klimaänderungen befasst. Ein Mann also, der vor Ort Messungen erhebt. Er zweifelt an den Klimawandelprognosen. Die Pegel zeigen keine Tendenz zu einer Beschleunigung, nach seiner Erfahrung. Egal, welche Datenreihe-Zeitraum man herzieht, aktuell steigt der Meeresspiegel nach den Norderneyer Daten um 25 cm im Jahrhundert, bisher jedenfalls. Und das ist seit langer Zeit bekannt. Da hat sich also keine Beschleunigung ergeben. Und dann sagt er ganz frustrierend, könnte man fast sagen, ich kann nicht sehen, was da behauptet wird. Der Mann vor Ort, der Daten erhebt und in der Expertenkommission sitzt. Ist also ratlos, was da behauptet wird. Im Meeresspiegelanstieg noch einmal im Pazifik. Das sind ja einige Inseln, die von sich reden gemacht haben. Hier möchte ich mal erwähnen,
die Karolineninseln, eine Inselgruppe im Pazifik. Und ich habe hier mal eine tektonische Karte Ihnen vorgelegt, eine plattentektonische Karte. Es ist ja bekannt, dass die Erde in der Oberfläche aus lauter Platten besteht, die sich gegeneinander verschieben. Europa bewegt sich von Nordamerika weg, Afrika hat das Gleiche getan oder Südamerika hat sich von Afrika entfernt, wie man das sehen will, ist egal. Man sieht ja heute noch, dass sie ganz gut zusammenpassen. Ich möchte jetzt aber die Karolinen rausgreifen. Und zwar aus folgendem Grund. Angeblich, laut Meldung des ZDF im März 2009, steigt der Meeresspiegel in Mikronesien. Das war die ZDF-Meldung. Natürlich nicht nur so ein Wort, sondern Sie haben das ausführlich dargestellt. Tatsächlich gibt es dort zwischen der kleinen Karolinen und der großen Pazifikplatte longitudinale und vertikale Plattenbewegungen. Der Meeresspiegel steigt nur scheinbar, weil genau dieser Plattenteil, diese Karolinenplatte, absinkt. Ich habe es nochmal in einem Bildchen hier etwas verdeutlicht. Hier ist nochmal die Tektonik, jetzt ganz groß, für Mikronesien. Und die Karolineninsel habe ich hier als Oval eingezeichnet, wo sie sich befinden. Und genau dadurch geht eine solche Plattengrenze, die grün hier eingezeichnet ist. Sie sehen, da ist grün, blau und rot, das ist ganz kompliziert. Aber hier geht also durch die Karolinen eine Plattengrenze durch. Und die ist hier oben, rechts oben nochmal dargestellt, was da passiert. Die Pazifikplatte bewegt sich gegen die Karolinenplatte longitudinal. Ganz langsam natürlich, das sind wenige Millimeter. Aber sie bewegt sich gleichzeitig, es gibt eine Vertikalbewegung. Die Karolinenplatte sinkt ab und die Pazifikplatte bleibt. Oder Sie sagen, die Pazifikplatte steigt und die Karolinenplatte gleich. Das ist eigentlich egal im Endeffekt. Tatsache ist jedenfalls, dass die Inseln auf der Karolinenplatte durch die relative Verschiebung nach unten es dort so aussieht, als würde das Wasser ansteigen. Das versteht jeder Schüler. Wurde aber im Fernsehen so gebracht. Und ich bin mir sicher, dass die Journalisten sich das nicht ausgedacht haben, wie auch in vielen anderen Zeitungen. Es wird häufig auf die Medien geschimpft, aber die haben das irgendwo her, aus irgendwelchen Instituten, zum Beispiel aus Potsdam, und bringen natürlich diese Meldungen dann, und das ZDF hat diese Meldung auch irgendwo her gehabt. Die sind gar nicht kompetent genug, um sowas selber zu erfinden, sondern das sind natürlich Meldungen, die sie irgendwo her haben. Was sagt Mörner jetzt zum Sea-Level-Changes? Die Motivation, die hinter dem Meeresspiegelanstieg sozusagen steht, versucht er darzustellen. So, es gibt einmal eine Motivation, schreibt er, to glorify a model. Welches Modell er meint, steht da drunter, the global warming model. Und da er da Experte ist auf dem Gebiet, kann er mit sehr viel Ironie auch daran und sagt, IPCC and the Boy Scouts behaupten also, dass es also eine Erwärmung gibt und dass darauf die Erhöhung des Meeresspiegels zurückzuführen sei. Den anderen Weg zeigt er nach unten und sagt, was gibt es noch für Motivationen? For science to record and understand, was da wirklich passiert. Und zwar beruft er sich auf die International Union for Quaternary Research, also INQUA, steht hier unten drunter auch, und IGCP, International Geological Correlation Program, bei den Vereinten Nationen angesiedeltes Programm. Übrigens auch hier, das war vorhin schon mal die Rede, gibt es 190 peer-reviewed Papers über diesen Sea-Level und in Verbindung mit dem Klima. Also es wird oft, ich war selber in einem Vortrag vor kurzem, wo jemand von PIC behauptet, es gäbe keinerlei peer-reviewed Papiere auf der Szene der IPCC-Kritiker. Da haben wir also eine ganze Menge. Die Quelle kann man im Internet sich auch hier alles raussuchen. No alarming sea level rise. Und er nennt das so schön Nature against IPCC. Das IPCC hat also die Natur als Gegenüber, als Kontrahenten und muss sich dagegen, gegen die Natur stellen. Observations versus Models. Ich möchte nur noch etwas zu Gebirgsgletschern sagen. Ein massiver Rückzug der Alpengletscher in mehr als 100 Jahren während der natürlichen Erwärmung nach der kleinen Eiszeit. Wir wissen, dass die Gletscher an vielen Stellen, besonders in den Alpen, zurückgegangen sind. Hier ein Bild von 1886, wahrscheinlich eine Zeichnung, und dann jetzt ein Foto von 1981. Es handelt sich hier um die Venter Waldspitze in den Ötztaler Alpen, die auf 3700 Meter ungefähr liegt. Das ist eigentlich eine Tatsache.
Und seit Jahrzehnten untersucht Professor Gernot Patzelt, den ich auch vor kurzem noch gesehen habe in Berlin, das Schmelzen der Alpengletscher. Für den Glaziologen ist das weder ungewöhnlich noch bedrohlich. Das Eis, sagt er, geht und kommt seit Menschengedenken. Und er geht noch weiter. Seine Ergebnisse, die er gebracht hat, beruhen nicht auf Modellen, wie wir es vorhin gesehen haben, sondern auf Funden, auf experimentelle Basis. Die Baumreste und Vogelnester, die er da gefunden hat, sind Belege, die man nicht wegdiskutieren kann, sagt er. Er geht also nicht auf die Schiene der Modellierung, sondern ist ein Experimentator. Und jetzt sagt er was sehr Schönes, meine Damen und Herren, das möchte ich einmal einrahmen. An den Universitäten und Forschungsinstituten kriegen Sie Ihre Förderung nur, wenn Sie die Klimakatastrophe schon in den Antrag schreiben. Der kann so mutig sein, meine Damen und Herren, weil er im Ruhestand ist. Ich bin noch nicht im Ruhestand, ich zitiere an dieser Stelle. Mehr nicht, meine eigene Meinung werde ich dann von mir geben, wenn ich auch im Ruhestand bin. Aber Sie sehen, er kann sehr mutig sein, wenn ihn niemand mehr dafür irgendwie zur Rechenschaft ziehen kann oder seine Äußerungen in Frage stellen könnte. Wie macht er das? Die Methode ist hier ganz kurz mal erläutert. Bestimmung der gletscherfreien Regionen durch Funde junger Bäume in Moorsenken. Und zwar geht das so. Die entscheidenden Daten liefern Altersbestimmung, Höhenlage, Baumwachstumsgrenzen, also die Baumgrenze sozusagen. Danach findet er heute im Moor versteckt solche Baumreste, macht eine Altersbestimmung und sagt, an der Stelle kann ja nicht sein. Das muss früher schon mal eisfrei gewesen sein, wenn da Bäume sind. Im Eis wächst eigentlich kein Baum normalerweise. Und diese Grafik zeigt sehr schön, was passiert ist. Nämlich, dass nach dem roten Pfeil hier, oben und unten, jetzt gehen wir erstmal die obere Grafik, dass hier tatsächlich die Gletscher zurückgegangen sind. Seit ungefähr 1980 oder genauer gesagt 1986, da begann nämlich die Klimakatastrophe, die es vorher noch nicht gab, die von den Physikern übrigens erfunden wurde. Professor Heinloth, der Universität Bonn, hat damals in der Deutschen Physikalischen Gesellschaft beschlossen, dass man aus anderen Gründen, nicht hier, sondern um die Kernenergie ein bisschen im Rücken zu stärken, sagte, wir haben eine Klimakatastrophe, die müssen wir jetzt publik machen, weil nämlich die Kernkraftwerke ja CO2-frei sind, hätten ein schönes Argument, der gebeutelten Kernenergiediskussion den Rücken zu stärken. Was passierte ab 1986 gleichzeitig, sehen Sie in der unteren Kurve, dann nahm die Temperatur wieder mal zu. Das heißt, die Kurven, die haben natürlich miteinander zu tun. Wenn die Temperaturen zunehmen, geht der Gletscher zurück. Jetzt verfolgen Sie einmal die Kurve nach hinten. Und dann sehen Sie, dass hier 1920 auch mal so ein Gletscherstand da, so ein Höchststand da war und dann bis 1940 wieder verschwunden war. Und an so früherer Zeit, wenn man es weiter zurückblickt, ist das ebenso gewesen. In den letzten 11.000 Jahren waren die Gletscher während 2/3 dieser Zeit kleiner als heute, woraus auf wärmere Klimaverhältnisse geschlossen werden kann. Das korrespondiert damit. Das Wechselspiel zwischen Gletscherwachstum und Rückzug hat es also schon mehrfach vor der Klimakatastrophe gegeben, also nichts Neues. Die heutigen Gebirgsgletscher sind also keine dahinschmelzenden Relikte aus der letzten Eiszeit, aus der Wechseleiszeit bzw. Würmeiszeit, sondern sie sind immer gekommen und gegangen und sind nicht, wie man sich das vorstellt, jetzt die letzten Reste der Eiszeit und es werden nun immer weniger, gehen weiter zurück und irgendwann sind sie ganz weg. Sondern Sie sehen ja, wie dies ein ständiges Auf und Ab gegeben hat. Sie haben eine wechselvolle Geschichte bis hin zum mehrmaligen völligen Abschmelzen in der Nacheiszeit. Und wie es schon angekündigt wurde, jetzt noch ein paar Worte zum Nordpolareis. Dieses Eis bewegt sich auf der Arktis oder verändert sich auf der Arktis etwas sinusförmig. Die hier dargestellte graue Kurve, das ist so ein Mittelwert von 1979 bis 2006 mit Abweichungen. Und jetzt kommen die letzten Jahre ganz aktuell dazu. Und hier sieht man Folgendes, dass 2007 tatsächlich, wenn ich mal die Minimalzeit nehme, also im September, wo das Eis am weitesten zurückgegangen ist nach dem Sommer, tatsächlich ein sehr geringer Stand zu verzeichnen war.
Ja, aber ich muss natürlich immer im Auge behalten, diese Kurve, diese Mittelwertkurve, die sich schon seit vielen Jahren sicher ergeben hat. Und wenn man jetzt beobachtet, was passiert in den folgenden Jahren, 2008, die grüne Kurve, da sehen Sie, es hat nicht, ist nicht schlimmer geworden, sondern es geht wieder zurück in Richtung Mittelwerte. Und die Kurve für 2009, die blaue Kurve, folgt diesem Trend. Und wenn ich das als Trend betrachte, dann kann ich nur sagen, es scheint so zu sein, dass wirklich um diesen Mittelwert es pendelt. Das kann auch mal drunter liegen und vielleicht mal drüber liegen. Möglicherweise ist es irgendwann auch wieder drüber. Auch das wäre nicht besonders signifikant, sondern es geht immer hin und her. Die Kurve von 2010, wie Sie sehen, bewegt sich also auch nicht unterhalb dieser lila Kurve, sondern bewegt sich auch in dem Bereich nahe zwischen 2007 und dem Mittelwert. Die Katastrophenberichte über das Abschmelzen der Arktis wurden uns im Fernsehen immer vorgeführt in dieser elliptisch dargestellten Zeit, also wenn das Eis zurückgeht. Das ist die Zeit, wenn hier das Eis rückwärts, wenn es steigt, das ist natürlich nicht so spektakulär und es passiert auch viel langsamer. Und ich möchte Ihnen dazu mal folgendes Experiment hier zeigen. Hier ist eigentlich nur ein Glas Wasser mit Eis, kann man denken. Und das soll jetzt darstellen, symbolisch, das Verhalten des Eises, wenn es einmal aufliegt, so wie jetzt. Hier unten sehen Sie, da liegt es auf, dann steigt der Wasserspiegel an und er steigt eine Zeit lang an, bis hier unten der Kontakt zum Boden verloren geht. Und was dann noch schmilzt, führt nicht mehr weiter zu einer Steigerung oder zum Anstieg des Wasserspiegels. Bedeutet übersetzt, auf Grönland und auf der Antarktis liegt das Eis ja auf Untergrund auf. Da könnte also, wenn das wegschmelzen würde, ist es wahrscheinlich, dass der Meeresspiegel ansteigt. Wenn aber das Eis der Arktis schmilzt, also das schwimmende Eis, wie wir gerade gesehen haben, passiert gar nichts mehr. Also das schwimmende Eis in der Arktis kann überhaupt nicht beitragen, nichts beitragen zu einem Meeresspiegelanstieg. Oh mein Gott! Diese Bilder kennen Sie alle, wahrscheinlich. Die sind uns zigfach vorgeführt worden und sollen eigentlich nur zeigen, dass die Menschen daran glauben sollen, was da passiert, wird immer weniger. Das Eis schmilzt völlig weg, eines Tages nichts mehr da. Aber ich habe gezeigt, beim nächsten Winter spätestens ist es wieder so weit, dass das Eis wieder zunimmt. Natürlich schmilzt es da weg. Das sollte nicht verleugnet werden. Man darf dann aber nicht vergessen sagen, dass es auch wieder wächst. Und dass es ein ständiges Kommen und Gehen ist. Genau was Patzelt ja auch sagte für die Alpengletscher. Und das wäre jetzt mein letztes Thema hier, die politischen Implikationen. Das ist ein ganz kompliziertes Thema. Und ich habe dazu erstmal zum Einstieg Folgendes. Es gibt interessante, fast wörtlich übereinstimmende Aussagen sehr vieler Meteorologen. Glauben Sie mir, ich bin seit 25 Jahren in dem Geschäft, nicht als Meteorologe, sondern als Klimageograf. Ich habe mit sehr vielen Meteorologen gesprochen, auch an unserer Universität, sage ich dazu. Und die kommen zu folgendem Ergebnis. Klimawandel? Das ist Politik, das hat mit Wissenschaft nichts zu tun. Was sagen Meteorologen? Und ich sage jetzt noch dazu, ich setze noch einen drauf und sage, Klimawandel, das ist Politik und hat mit normaler Wissenschaft nichts zu tun, wohl aber mit postnormaler Wissenschaft. Jetzt müsste man nur noch wissen, was postnormale Wissenschaft ist. Das kann ich Ihnen schnell zeigen. Die normale Wissenschaft habe ich jetzt immer hier blau gezeichnet und die postnormale werde ich jetzt rot markieren. Die normale Wissenschaft versucht, die Wahrheit zu finden. Das ist ganz normal, das erwartet eigentlich jeder von der Wissenschaft. Und gibt dann die Ergebnisse an die Gesellschaft weiter und auch die Politik gegebenenfalls, um irgendein Problem, was da auftaucht, lösen zu können. Die Mittel der normalen Wissenschaft ist eigentlich die Messtechnik. Das heißt, man bedient sich der Naturwissenschaft, der messenden Naturwissenschaft. Auf die Beispiele gehe ich gleich noch ein. Ich stelle jetzt erstmal die postnormale Wissenschaft gegenüber. Methode ist der postnormalen Wissenschaft, ist seit über 10 Jahren bekannt, ich erzähle hier eigentlich nichts Neues. Politik steht im Vordergrund bei der postnormalen Wissenschaft. Die Wissenschaft wird nur als Hilfsmittel gebraucht. Scheinbar fürsorglich wird das Gute oder muss das Gute
durchgesetzt werden von der Politik. Und dazu braucht man Wissenschaftler. Das klingt glaubwürdiger. Ängste schüren ist das Mittel und eine pseudoreligiöse Dogmatik lehren. Zu dieser Religion kann ich, wenn es noch Zeit ist, am Schluss vielleicht noch mal kurz darauf eingehen. Aber hier mal ein Beispiel. Die neuartigen Waldschäden wurden damals von der normalen Wissenschaft erkannt, in den 80er Jahren. Die postnormalen Wissenschaftler, dazu gehörten auch Forstwissenschaftler, wie ich dann rausbekommen habe später, die sprachen nicht von den neuartigen Waldschäden, sondern die sprachen vom Waldsterben. Das ist ganz was anderes. Das Waldsterben wurde 1980, ungefähr also Mitte bis Anfang der 80er Jahre vorausgesagt, dass 2005, ich kann mich noch gut erinnern an diese Zeit, sind wir schon längst drüber weg eigentlich, 2005 in Deutschland und Europa kein Wald mehr zu finden sein wird. Vielleicht können Sie sich daran erinnern, dass der letzte Baum 2005 dann spätestens verschwunden sein wird. So viel zu den Methoden, aus Waldschäden Waldsterben zu machen. Da war natürlich ein Anfangseffekt da, ganz klar. Aber der wurde dann unendlich übertrieben, sage ich mal, und aus den Schäden, aus diesen Kränkeln, das sicherlich irgendwelche Ursachen hatte, wurde dann ein Waldsterben gebastelt und den Menschen sozusagen Angst eingejagt, damit irgendwas passieren muss. Aber das Waldsterben hat es ja, wie Sie wissen, nicht gegeben. Auch die Eiche übrigens kränkelt zur Zeit, wie die Fachleute sagen. Das ist so. Jeder Baum hat irgendwann, jede Pflanze hat irgendwann, das weiß auch der Gärtner, irgendwann mal eine Phase, wo es schwierig wird. Und dann erholt sich ein Baum normalerweise auch wieder, wie die Eiche. Ich bin mir sicher, dass die sich erholen wird, ohne dass ich jetzt hier als Prognostiker wirken möchte. Hans von Storch ist vorhin schon mal gefallen, der Name, ist Direktor des Instituts für Küstenforschung am GKSS-Forschungszentrum in Geesthacht. Was sagt der zur postnormalen Wissenschaft? Sie sehen schon daran, dass ich noch im aktiven Dienst bin. Ich bediene mich vorrangig an Zitaten hier. Ich zitiere andere Wissenschaftler. Wenn ich im Ruhestand bin, werde ich das auf meine eigene Kappe nehmen können. Ich muss damit erstmal Vorlieb nehmen, mich hier auf Zitate anderer Wissenschaftler zu berufen. Die Klimaforschung ist nicht normal, sagt er knallhart, sondern postnormal. Das steht im Internet, schon stand in der Weltwoche Nummer 2307. Das ist ein Satz, den man sich eigentlich merken sollte. Was macht der postnormale Wissenschaftler? Er tritt als Anwalt einer wertorientierten, guten Sache auf, guten Sache hier in Rot, vermeintlich guten Sache, müsste man sagen, oder auch einer politischen Agenda. Der Klimawandel, ich habe das mal ein bisschen, seine Aussagen ein bisschen aufgeschlüsselt, wie man das sehen kann. Schaut man sich den Klimawandel, das soll hier diese blaue Kugel darstellen, mal von außen an, also von links. Der Klimawandelbetrachter von außen sieht also den Klimawandel als dieses gigantische Ding. Und jetzt wollen wir von rechts das mal aufknacken und schauen, was dahinter steckt. Wir haben die normale Wissenschaft, die zum Teil finanziert wird durch Fördergelder. Zum Teil, muss ich sagen. Und das sind Naturwissenschaft, als Beispiel jetzt immer da unten, Natur-, Sozialwissenschaften, viele andere Wissenschaften, die also sich mit dem Thema Klimawandel befassen. Normale Wissenschaft ist in Ordnung. Nichts gegen einzuwenden, muss auch sein. Jetzt kommt die postnormale, wieder in Rot, Wissenschaft, das sind die Anwälte der Politik. Und dazu, wer fungiert jetzt da? Das sind die postnormalen Wissenschaftsinstitute für den Klimawandel, die da agieren. Das sind Gott sei Dank sehr wenige in Deutschland, aber sie existieren. Die sich ja als Anwälte, wie wir vorhin gesehen haben, sehen und als eigentlich postnormale Wissenschaftler sind. Und die Klimapolitik steht nun im Zentrum dieser ganzen Geschichte, dieses Klimawandels. Sie vergibt Fördergelder an die normale Wissenschaft, natürlich auch nach unten, aber ich will mal das Positive hier sehen. Und sie hat Einnahmen aus dem Emissionshandel und Klimasteuern. Die Klimasteuern sind ja schon in der Schublade. Sie sollen irgendwann mal ausgepackt werden. Wir werden uns wundern, alles, was CO2 erzeugt, soll nochmals besteuert werden. Das heißt, wir werden uns umschauen, wenn das wirklich passiert, was da auf uns zukommt. Was ist eigentlich das Ziel? Das Ziel ist Klimaschutz, das ist ein schönes Wort, das findet sicherlich viel Anklang. Und da wird aber leider verwechselt mit Umweltschutz, hat damit überhaupt nichts zu tun. Aber es wird in diese Schublade gesteckt. Und was man erreichen will, ist die große soziale Transformation. Die Green Economy. Dahinter steckt, meine Damen und Herren, ein Wandel unserer Gesellschaft, der politisch
versucht wird zu steuern, eine ganz langsame Deindustrialisierung unserer Gesellschaft. Jedenfalls ist das Ziel. Und dann hätten wir eine Green Economy, dann wären die ganzen Umweltverschmutzer, dieses CO2 und alles, was dazu bei, vor allem das CO2, was da gar nichts dazu kann, wären wir dann los. Wenn man solche Bilder sieht, werden viele Leute Angst und Schrecken bekommen. Der Weg ist nämlich, Ängste zu schüren, der postnormalen Wissenschaft. Das Ziel, sagte ich vorhin schon, die große Transformation zur Green Economy. Und jetzt möchte ich mal wieder einige Leute zitieren. Noch tue ich das, zitiere sie noch. Maurice Strong, erster UNEP-Direktor an einer Konferenz, auf der Rio-Konferenz 1982, sagte: Besteht nicht die einzige Hoffnung für diesen Planeten im Zusammenbruch der industriellen Zivilisation? Liegt es nicht in unserer Verantwortung, dafür zu sorgen, dass dieser Zusammenbruch eintritt? Für manche Leute ungeheuerlich, was hier gesagt wird. Und sie sehen das Ziel, worauf das zielt. Und das ist die postnormale Wissenschaft. Einige Leute haben also Strongs Werdegang mal untersucht in einem Buch von Alain de Waer, Grüner Deckmantel, das hieß im Original Cloak of Green, dieser Titel. Und er zeigt also den Werdegang von Strong und sagen mal, er bezeichnet ihn, der Titel reicht eigentlich schon, dass er sich hier einen grünen Mantel anzieht und den Klimaschutz also mit, eben wie ich schon sagte, mit Umweltschutz in Zusammenhang bringt. Und die beiden Dinge, sage ich, haben gar nichts miteinander zu tun. Strong gehörte mit zu den Gründern des milliardenschweren 1001 Club, dazu sage ich jetzt mache ich keine politische Äußerung. Das können Sie alles nachschlagen, wenn es Sie interessiert, im Internet. Strong, Al Gore und führende US-Politiker sind involviert in die Chicago Climate Exchange, CEE-Börse, für den CO2-Emissionshandel. Dieser Emissionshandel läuft bereits in den USA. Es werden damit große Gelder werden eingenommen. Und diese Gruppe kooperiert mit der Generation Investment Management, GIM. Vorsitzender ist Al Gore. Lassen Sie mich nur ein Wort verlieren. Ich möchte Sie bitten, mal sich selbst schlau zu machen. Was steckt unter führende US-Politiker? Ich warf das als Frage auf, ich kenne die Antwort, aber ich werde es den Teufel tun, das hier zu sagen. John Newton, Vizepräsident des IPCC, sagt am 10.09.1995 im Sunday Telegraph: Wenn wir in Zukunft gute Umweltpolitik haben wollen, dann müssen wir eine Katastrophe bekommen. Das ist authentisch, diese Aussagen. Weiter mit der postnormalen Wissenschaft noch ein Stück. Im Hintergrund sehen Sie schon die sich erwärmende Erde und da vorne eine Frau mit ihren Kindern. Man bekommt Angst, wenn man sowas sieht. Und mit solchen Bildern und Inhalten wird natürlich gearbeitet. Professor Stephen Snyder vom IPCC 1989 sagte: Deshalb müssen wir schreckeneinjagende Szenarien ankündigen. Um Aufmerksamkeit zu erregen, brauchen wir dramatische Statements. Jeder von uns Forschern muss entscheiden, wie weit er eher ehrlich oder aber effektiv sein will. Wir finden das ungeheuerlich, meine Damen und Herren. Das ist ja nicht neu, was wir gesagt haben. Das ist schon sehr alt, aber wer weiß da schon? Diese Äußerungen sind fixiert. Das kann er nicht mal rückgängig machen. Also, Angst, meine Damen und Herren. Angst ist ein Machtinstrument, das genutzt wird, um irgendwelche Ideologien, Überzeugungen sozusagen unter die Leute zu bringen. Dann zum Schluss noch etwas von, über die Eisbären, die Meer vom sterbenden Eisbär. Dieses Foto ist auch um die Welt gegangen, sage ich mal, mit vielen anderen Fotos. Und James Dellingpole, ein cleverer Journalist, im Daily Telegraph schreibt er, letztes Update vom 10. Mai 2001, er entlarvt dieses Bild als Fälschung. Ich weiß nicht, wie er es gemacht hat, aber er schreibt, das muss das genau lesen, er hat gesagt, das ist eine komplette Fälschung. Warum kann man das sofort glauben, dass es eine Fälschung ist? In Wahrheit hat der Bestand der Eisbären in den vergangenen Jahrzehnten nicht abgenommen, sondern erheblich zugenommen. Fragen Sie dazu Zoologen, die sich mit diesem Thema auskennen. Und wo kommt es her? Der hat zugenommen, da die Jagd eingeschränkt wurde. Der Mensch ist also derjenige, der mit seinem Gewehr da den Rückgang der Eisbären zu verantworten hat und nicht etwa der Klimawandel, wo ja auch der Mensch dahinter stecken sollte. Aber es geht viel direkter. Sie nehmen ein Gewehr und reduzieren die Population der Eisbären.
1950 gab es 5000 Eisbären in Kanada, 2010 waren es wieder 25.000, weil eben jetzt das stark eingeschränkt wird. Die Eisbären dürfen nicht mehr geschossen werden. Sie stehen sozusagen quasi unter Naturschutz. Und dann erhöht sich auch die Population. Und der Klimawandel geht ja eigentlich weiter oder er müsste eigentlich weitergehen. Und jetzt erholt sich diese Population unter dem angeblichen Klimawandel. Ja, Knut und Flocke, kennen wir alle, ne, waren eine gigantische PR-Aktion. Sie wissen selber, dass, vielleicht sind Sie auch da gewesen, haben es angesehen, dieser niedliche kleine Knut, inzwischen ist er ausgewachsen, hat natürlich Mitleid erregt bei vielen Bürgern. Der Zoo hat sich gefreut darüber. Es war ein Riesengeschäft, ist auch gut so, ich meine, den Zoo soll es gut gehen, aber man muss natürlich unter dem richtigen Aspekt reingehen in den Zoo und den Besuchen und wissen, was da wirklich los ist. Und der Zoo in, glaube ich, war Nürnberg, das war mit dem Flocke, die haben ähnlich viel damit verdient, mit diesem hohen Interesse, diesem gesteigerten Interesse. Das Arktik-Hotel gibt es auf Grönland, das ist das nördlichste Vier-Sterne-Hotel, mit, wie es sich selbst im Prospekt nennt, mit Aussicht auf den Klimawandel. Tatsächlich sitzen ja Leute im Sommer auf der Terrasse und schauen sich die schwimmenden Eisbrocken da an. Und das sind natürlich nur im Sommer kommen die Leute. Ist doch ganz klar, im Winter fährt natürlich keiner auf Grönland. Das ist ja viel zu kalt, es gibt so ein paar Spezies, die sich anschauen. Und wenn die da hinfahren würden, würden sie nicht solche kleinen schwimmenden Brocken sehen, dann sieht das etwas anders aus. Im Sommer kann man natürlich sagen, schaut mal, wie klein diese Eisschollen da geworden sind. Und dann gibt man natürlich an, das blüht natürlich so ein Tourismus und ich spreche in dem Zusammenhang, eigentlich muss man sprechen von Grönland-Tourismus oder von Klimawandel-Tourismus, der da eingesetzt hat, um einfach sich davon zu überzeugen, in Anführungszeichen, wie das Eis auf Grönland zurückgeht. Natürlich geht es zurück und kommt wieder. Das ist ein ganz normaler Vorgang, aber sich da hinzusetzen und zu sagen, jetzt kann ich sehen, wie das Eis hier zurückgeht, habe ich einen Beweis dafür, für den Rückgang des Eises, das ist natürlich weit hergeholt. Aber Sie sehen, wie man Leute für sowas begeistern kann. Und wenn wir hier sehen, im Vordergrund, der Herr, das ist der Hotelmanager dieses Hotels, Erik Bjerregaard, er sagt, er hatte in den vergangenen Monaten und Jahren immer wieder Politiker zu Gast, die sich über den Klimawandel dort informieren wollen, wo er sichtbar ist. Ich hatte an dieser Stelle, in dieser Fotoserie, die finden Sie, wenn Sie im Arktik-Hotel mal nachschauen, ein Bild deutscher Politiker hingestellt. Ich möchte aber in Verbindung gebracht werden, dass ich so etwas hier zeige, obwohl es Faktum ist. Ich sage auch, die deutsche Politik hat sich die Aussicht auf den Klimawandel schon vorführen lassen. Siehst du wahrscheinlich selber, wen ich meine. Ich spreche es aber hier aus den genannten Gründen nicht aus. Ja, ich möchte mal wiederholen. Klimawandel, das ist Politik. Und hat mit normaler Wissenschaft nichts zu tun, wohl aber mit postnormaler Wissenschaft, ausgehend von der Aussage, es ist zunächst mal, wie der Meteorologe sagt, einfach Wissenschaft, es ist Politik und hat mit Wissenschaft überhaupt nichts zu tun. Man muss also ein bisschen differenzieren, um hinter die Kulissen zu schauen, was passiert da eigentlich. Und dazu passt eigentlich ganz gut, wenn politische Entscheidungen nicht zum Problem passen, ändern wir einfach das Problem. Das ist eine Aussage, die auch nicht von mir stammt, aber ich finde sie sehr bezeichnend. Und damit wäre ich am Ende meiner Präsentation. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.